Es schifft. Drei Jakobspilger, gefangen im Regen, gefangen in einer Hütte. Gefangen mit sich und den eigenen Dämonen, der Liebe, dem Hass, den Sorgen. Du hast Angst, 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 Angst. Hüttenkäse heißt das neue Programm an der Herkuleskeule Dresden. Ein Hüttenkammerspiel, ein Sittenbild. Das Weichei, der Harzer und die Emanze zanken sich. Sind Kreuzfahrten Kreuzigungen der Natur? Lebe ich selbst los oder bin ich dann mein Leben los? Warum soll mich das irgendwie anhuppen, wenn sich in der Welt die Leute totschlagen? Ich muss sehen, dass ich mit dem Arsch an die Wand komme. Mindestens das Zuhören und das auch vielleicht mit Zähneknirschen akzeptieren anderer Meinung ist doch die Grundvoraussetzung. Ich habe zurzeit den Eindruck, oder eigentlich seit Jahren den Eindruck, dass diese Grundvoraussetzung erstmal geschaffen werden muss. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass man wenigstens mal zuhört. Die Leute schreien sich ja an. Langzeitarbeitslosigkeit! No-Go-Areas! Pflegenotstand! Bildungsmisere! Eurovision Song Contest! Philipp Schallers Hüttenkäse gibt sich nicht moralisch überlegen. Nicht über die da oben, über die ganz links oder weit rechts. Jeder solle sich gefälligst an die eigene Nase fassen, so das Credo. Da poltern die Schauspieler schon mal durchs Publikum, wollen die Leute angehen, statt wohlfeil Schuldige auszumachen. So, wir gegen die da oben, das ist wirklich vorbei. So, das habe ich auch keine Lust. Philipp Schaller, 41, Sohn von Wolfgang Schaller, 79, will im Januar die Herkuleskeule als künstlerischer Leiter übernehmen. Die Erbfolge scheiterte seit Jahren, auch am Ego der beiden, und scheint doch logisch. Dass so eine Nachfolge vom Vater an den Sohn gegeben wird, klingt ja erstmal wie Nordkorea oder so, ja. Aber es ist eigentlich alles andere, weil es ist nicht selbstverständlich gewesen. Keiner will verzichten, wieso soll ich denn, wieso soll ich denn? Keiner will verzichten, wieso soll ich denn verzichten, verzichten? Wie heißt es doch? Es kommt niemals ein Pilger nach Hause, ohne ein Vorurteil weniger und eine neue Idee mehr zu haben.